Tim Geller, unsere Sportfreunde verlieren 0-3 daheim gegen Sprockhövel. Man sieht es in euren Gesichtern, ein sehr ernüchterndes Ergebnis. Ja, auf jeden Fall. Vor allem zu Hause hier vor den Fans zu verlieren, ist immer ernüchternd. Und dann mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben, wir haben den Ball eigentlich gut laufen lassen, kriegen dann mit der ersten Chance direkt das Tor. Dann auch wieder so ein zweites Gegentor, das scheiße einfach läuft. Und dann liegt man 2-0 hinten und rennt an. Und vorne wollten die Dinger heute einfach nicht rein und dann geht man hier mit einer Niederlage nach Hause. Ja. Habt ihr diesen Gegner auch in der Art stark erwartet? Ich meine, Sprockhövel hat aus den letzten 3 Spielen immer 7 Punkte geholt. Ihr hattet sie jetzt nicht unterschätzt wahrscheinlich? Nee, auf keinen Fall, das nicht. Also in dieser Liga, denke ich, müssen wir mit jedem Gegner rechnen, dass sie was drauf haben, dass sie was können. Haben wir in Ennepetal gesehen, die standen auch hinter uns und haben auch eine super erste Halbzeit gespielt da. Aber wenn wir unseren Fußball durchdrücken und dann auch wieder Tore machen, dann denke ich, können wir jeden Gegner schlagen und das wird auch wieder das Ziel sein. Ja. Jossi, unsere Sportfreunde verlieren mit 0-3 gegen Sprockhövel. Wir hatten vor dir schon einen sehr niedergeschlagenen Tim Geller vor der Kamera und man sieht es in euren Gesichtern, eine sehr ernüchternde Niederlage. Ja, ist extrem bitter, gerade jetzt auch in der Höhe. Also ich denke, dass wir einfach zu viele individuelle Fehler gemacht haben, dass in entscheidenden Situationen nicht da waren, auch so in 50-50-Duellen unsere großen Chancen nicht genutzt haben und der Gegner das einfach eiskalt ausgenutzt hat. Auch wenn wir, denke ich, die beste Spielanlage hatten heute, hilft das alles nichts. Am Ende steht es 0-3 und ist sehr ernüchternd. Wir hatten bis dato wirklich Probleme mit körperlich robusten Teams wie Herne, Aalen. Heute hatten wir einen Gegner. Kannst du dir erklären, woran es lag, dass wir auch so oft da ins offene Messer gelaufen sind? Ja, zu viele Fehler gemacht. In Ballbesitz dann eigentlich gut in diese Zehnerräume reingekommen, aber Kleinigkeiten, wo dann der Ball einfach verloren gegen ungenaue Pässe, zu lange den Ball gehalten. Jetzt als Beispiel vom 1-0 von mir auch oder wie auch immer. Und dann gegen eine konterstarke Mannschaft einfach zu offen gewesen. Und daraus resultierten eigentlich alle Tore dann aus dem Konter. Und nach vorne haben wir die Dinger auch aus nächster Nähe nicht über die Linie gedrückt. Und dann steht so ein Resultat da. Genau, also das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. War wahrscheinlich ein Spiel, ihr hättet noch 90 Minuten weiterspielen können und das Ding wäre vorne nicht reingegangen. Ja, kann man so sagen. Also heute wollte keiner rein. Ich weiß auch nicht, woran es lag, ob wir nicht, ich glaube, den Willen, einen reinzumachen, hat jeder und hatten wir auch heute. Aber haben keine über die Linie gedrückt bekommen und das ist sehr bitter. Dominik Dapprich, erstmal zum Spiel. Wir hatten eben einen sehr niedergeschlagenen Jossi und einen sehr niedergeschlagenen Tim Geller vor der Kamera. Wie sieht es im Trainer aktuell so kurz nach Spiel aus? Ja, niedergeschlagen nicht. Aufgeben macht auch keinen Sinn und nein, wir verlieren ein Spiel 3-0, wo man sicherlich nicht 3-0 verlieren muss. Die Spieler, also es gibt da nichts Schlimmeres als verlieren, für Trainer und auch für Spieler. Ich glaube, da sind wir uns eigentlich auch für Fans nicht, sonst macht es auch keinen Spaß, hier hinzukommen. Da darf man dann als Spieler auch mal niedergeschlagen sein, aber ich glaube, man darf nicht den Kopf in den Sand stecken. Wir haben eigentlich bis jetzt eine ordentliche Runde gespielt, haben, glaube ich, über weite Strecken heute auch ein ordentliches Spiel gemacht und verlieren halt am Ende 3-0, weil wir bestraft werden für unsere Fehler und das gehört zum Spiel dazu. Ja. Wenn du das Spiel jetzt mal so zusammenfassen müsstest oder resümierst, war es unterm Strich so, dass hinten einfach viel zu viele Fehler passiert sind und vorne das Tor einfach nicht fallen wollte? Ja, Fußball ist ein Fehlerspiel. Ich glaube, ohne Fehler wird es mit Torchancen irgendwann eng. Und wir haben sicherlich 2-3 Fehler zu viel gemacht, die natürlich auch gut bestraft wurden, weil Sprockhövel das sehr, sehr gut gemacht hat, diszipliniert verteidigt und vor allem im Umschalten dann absolut gefährlich gewesen ist. Fehler. Das 2-0 haben wir die Woche nochmal trainiert und sind einfach nicht wach genug auf dem zweiten Ball. Das kann passieren, aber es sollte normal nicht passieren. Ja, wenn so Sachen passieren, aber vor dem 2-0 sind wir 11 Minuten lang oder 10 Minuten lang eigentlich so nah dran an dem Tor. Da müssen wir, glaube ich, 2 Stück machen und machen die Dinger halt nicht rein. Ja, und das ist halt dann ein bisschen Problematik an dem Spiel. Wenn man dann die Tore nicht macht, dann wird es schwierig. Und ja, Fehler gehören auch bei den jungen Spielen einfach dazu. Das sind Sachen, daraus lernen die Jungs und das passiert nicht mehr so oft. Zumindest gehe ich davon aus und dann ist es in Ordnung. Ja, Sprockhövel stand vor dem Spiel in der Tabelle hinter uns, haben aber aus den letzten 3 Spielen 7 Punkte geholt. Wie habt ihr euch auf Sprockhövel vorbereitet? Ja, die natürlich normale Recherche. Man guckt ein bisschen, was bei denen so passiert ist im Sommer. Das ist ja ähnlich gewesen wie bei uns mit komplettem Umbruch. Sind ganz schlecht gestartet und haben jetzt, glaube ich, aus den letzten 5 Spielen kein Spiel mehr verloren. Da muss man dann schon gewarnt sein vor der Qualität. Ich habe mir das Spiel von Sprockhövel gegen Kahn angeguckt letzte Woche, weil wir ja dann schon Freitag gespielt haben. Wusste also, was uns erwartet. Da war es aber ein ganz anderes Spiel, was Sprockhövel gespielt hat. Ist halt
passiert halt so, dass sich ein Spiel halt so ergibt. Und ja, die Vorbereitung war ganz normal. Wir haben auch gut drauf hingearbeitet, haben eine gute Trainingswoche gehabt. Die Jungs waren gut drauf und am Ende verliert man trotzdem 3-0. Ja. Du hattest es bereits eben auf der Pressekonferenz erwähnt. Wie wird jetzt die Zeit bis zum nächsten Heimspiel, was ja erst am 10. Dezember ist, aussehen? Ja, eigentlich finde ich es schade, dass wir jetzt 2 Wochen spielfrei haben, weil man gewaltig aus dem Rhythmus kommt, gerade so aus dem Wettkampfrhythmus. Nur vielleicht ist es für die Köpfe ganz gut, jetzt diese enttäuschende Niederlage irgendwie rauszukriegen. Wir werden jetzt nächste Woche komplett einfach normal durchtrainieren bis zum Freitag. Dann haben die Jungs ein freies Wochenende, weil der Totensonntag ist und nicht gespielt wird. Und danach in der Woche haben wir ein Testspiel ausgemacht gegen VSV Wenden, wo nochmal ein bisschen Wettkampfpraxis für die Jungs da sein soll. Wir haben auch für das Wochenende gesucht, haben 2, 3 Mannschaften gefunden, die auch spielfrei haben, bedingt durch die Spielpläne. Und ja, hat leider nichts ergeben, dass wir da was zustande bekommen haben. Wir werden dann irgendwie intern sehen, dass wir ein Spiel machen, dass wir die Jungs irgendwie bei Laune halten und dass an dem Wochenende auch was passiert. Und dann ist die Vorbereitung Lippstadt wieder eine ganz normale. Und heute Jill Kühler nicht im Kader gewesen, weil Grippe erkrankt. Was kannst du den Fans und Zuschauern noch bezüglich Okay Yildirim mitteilen? Okay hat Diagnose Syndesmosebandanriss, also wird wahrscheinlich, oder ich denke mal sehr sicher, dass er bis zur Winterpause jetzt nicht mehr auflaufen wird. Mhm. Jill Kühler hat heute Morgen bei mir angerufen, ist mit Fieber aufgestanden, erkältet, verschnupft, Halsschmerzen. Macht dann natürlich auch keinen Sinn zu spielen. Ja, ich finde, der Rest hat es aber ordentlich gemacht. Ich will jetzt keinen rausnehmen, der gesagt hat, er hat einen ganz schwarzen Tag gehabt, sondern es war eigentlich ein ordentliches Spiel und machen halt 3, 4 Fehler zu viel und werden dafür bestraft. Okay. Das heißt, Mund abwischen und am 10. geht es dann gegen Lippstadt weiter. Ja, natürlich. Und vor allem muss man halt mal das große Ganze sehen. Ich glaube, es geht nicht, klar, man will jedes Spiel gewinnen, ist ganz natürlich, muss auch so sein. Aber es geht halt auch um so ein großes Ganzes. Und ich finde, wenn man die den Saisonverlauf jetzt sieht, am Anfang haben wir viele Punkte geholt, aus einer anderen Spielsituation heraus. Und es hat sich jetzt so kristallisiert, dass die Mannschaft unglaublich spielstark ist, dass wir sehr dominant sind. Also wir gehen gegen einen Regionalliga-Absteiger, der zwar einen Umbruch gemacht hat, aber der trotzdem immer noch Saisonziele hat, irgendwo im oberen Drittel anzukommen. Klar, als die dominierende Mannschaft in dieses Spiel. Und ich glaube, 70% Ballbesitz, das sagt zwar dann nichts über den Spielverlauf aus, in Anführungsstrichen, wie es ausgehen muss, aber das ist halt schon überraschend, dass die Mannschaft, die aus vielen unterklassig zusammengestellten Spielern dann doch dann aufläuft und trotzdem so eine Dominanz ausstrahlt. Und gerade auch die Art und Weise, bei diesem Platz, bei dem Wetter trotzdem diesen Stil durchzuziehen, nötigt einem erstmal oder mir erstmal als Trainer Respekt ab. Und Alternativen sind halt nicht so wahnsinnig viele da. Ein gegnerischer Spieler sagte in einem Spiel zu mir, ja, man muss halt manchmal auch nicht Fußball spielen. Ja, kann ich gerne mit konform geben, nur die haben halt einen Stürmer gehabt, der einen hohen Ball verarbeiten kann. Und dann wird bei uns schwierig, weil da müsste Masa Endo oder Maxi Wüst noch ein gutes Stück wachsen. Und ich glaube, die sind aus dem Alter dann auch raus. Und sonst ist halt nicht viel da. Und dafür, finde ich, war es von der Mannschaft gar nicht so schlecht, zumindest bis ins 2/3 rein. Viele gute Bälle reingespielt und klar, die Fehlerquote war zu hoch. Aber vom Grundsatz und von der Spielanlage her sind wir auf einem sehr guten Niveau angekommen und ich glaube, man sollte der Mannschaft in vielen Situationen einfach ein bisschen Zeit lassen, um sich zu entwickeln und dann werden wir, glaube ich, noch eine Menge Spaß haben.